Hallo meine geflügelten Freunde und ein herzliches Zeitag! Willkommen zurück zu One Piece Worldseeker! Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Isaac, also dieser Gefängnisleiter, der Bruder von Jun ist. Das hat mich übelst überrascht, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Und ja, dann haben wir so ein bisschen die Geschichte erfahren mit Jans Mutter. Und heute geht es daran, dass wir die Insel mal erkunden sollen. Müssen wohl eher. Mal gucken, wo wir denn dahin müssen. Ob wir da spezielle Anlaufgebiete haben. Ich nehme mal an, ja. Ich würde sagen, wir gehen noch hier einfach mal zu diesen ganzen Ausrufezeichen. Am besten zu den roten, die sind eigentlich wichtig. Aber ich würde sagen, wir fangen mit Saphirstadt an. Da ist ganz viel zu erledigen, meine Lieben. So, da sind wir in Saphirstadt. Gehen wir einfach mal hier hoch als erstes. Da drüben ist der erste Auftrag. Es verfolgt mich. Was soll ich tun? Was hat sie bloß? Ja, keine Ahnung. Was hast du? Ruffy, mach doch nicht sowas. Entschuldigung. Also, was ist los? Es gehen Gerüchte um, dass es in der Topazmine spukt. Spukt? Du meinst Geister? Die Matrosen, die dort Wache schieben, haben ja schon Angst, aber die Inselbewohner fürchten sich so sehr, dass sie sich nicht mal in die Nähe der Mine trauen. Wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich dich bitten, dich in der Mine umzusehen. Natürlich werde ich mitkommen, aber ich dachte, wir könnten ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns aufteilen. Ja, hört sich gut an. Du hast nicht mal kurz gezögert. Hast du denn keine Angst? Vielleicht frage ich sie sogar, ob sie der Crew beitreten möchten, wenn sie was taugen. Genau, sowas machen wir. Du bist schon komisch, Ruffy. Wirst du uns also helfen? Überlass das einfach mir. Danke, Ruffy. Bleiben wir über die Teleschnecke in Kontakt, während wir suchen. Das machen wir. Wir werden jetzt den Geist in der Topazmine finden. Aber zu... Erst holen wir uns noch da den Auftrag und zerstören hier noch ein paar Kisten zwischendurch. Da drüben ist noch jemand. Oh, das ist Sanji. Hey, irgendwas riecht echt lecker. Oh. Hallo Sanji. Was hast du heute Leckeres gekocht? Da ist ganz viel Fleisch. Wir wollen das Fleisch. Sanji, wann ist das denn endlich fertig? Halt die Füße still. Bald wird alles fertig sein. Ich habe aber jetzt Hunger. Jetzt. Ich auch, ich auch. Und ich erst. Ich sehe schon, wir haben mal wieder Gesellschaft. Immer mit der Ruhe. Ihr kriegt gleich etwas, das euch aus den Socken hauen wird. Hey, irgendwas riecht echt lecker. Oh nein, irgendwelche möchte gern Piraten. Lecker! Hey Koch, her mit dem Futter! Was wollt ihr überhaupt? Hey, wir sind die Hungerpiraten, die jeder kennt und alle fürchten. Verstanden? Also still jetzt und her mit dem ganzen Essen. Oh, das ist deine Schuld, Ruffy. Warum hast du nicht bemerkt, dass diese komischen Typen den Kindern folgen? Was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Gar nichts gemacht habe ich. Mach dich zur Abwechslung mal nützlich und werd sie los. Sonst können wir nicht essen. Oh, verdammt. Oh, Sanji, ich hab Angst. Die klauen unser Essen. Hört auf zu weinen und versteckt euch hinter mir. Hey, kommt mir das nur so vor oder ignorieren die uns einfach? Ich glaube, das tun sie. Los, zeigen wir ihnen, was wir mit Typen machen, die uns nicht respektieren. Klappe, ihr hättet mich nicht beim Essen stören sollen. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Genau, wir machen euch jetzt nämlich fertig. Niemand legt sich mit einem hungrigen Ruffy an. So, kommt mal her hier. Upsala. Ja, komm, genau.
So, kommt mal weg hier. Wir wollen nämlich unser leckeres Essen haben. Ach komm, hier weg mit dir. Ups. Oh. Oh, wir sind das erste Mal gestorben, Leute. Raffi? Komm mal wieder auf die Beine. Oder habe ich jetzt nicht aufgepasst? Ups. Hat er uns mit einem Schuss einfach platt gemacht. Okay, vielleicht sollte ich öfter mal mich hier verteidigen. Komm mal her. Das ist so ungewohnt, dass man sich verteidigen muss. Also hier. Komm mal weg. So, jetzt. Genau, jetzt kann da er auch nicht treffen. Okay. Also am besten den großen Brocken zuerst platt machen. Komm schon. Wir haben immer noch Hunger hier. Los. Ups, das war knapp. Der große ist platt. Sehr gut. Oh, die werfen ja auch mit Bomben. Wollt ihr mich verarschen? Komm, runter da. So, wir haben es geschafft. Jetzt gibt's Essen! Hoffentlich. Verdammt, hätte nicht gedacht, dass der so stark ist. Wird Zeit, dass wir die ultimative Technik der Hungerpiraten auspacken. Futtern und rennen! Wie? Oh nein. Was für eine Technik soll das denn bitte sein? Sanji, das ganze Essen ist weg. Was machen wir jetzt? Luffy. Aber das können wir nicht mehr ändern. Wir müssen einfach von vorn anfangen. Ruffy, hol mir mal die restlichen Zutaten. Ach Mann, gönn mir doch mal eine Pause. Ich habe solchen Hunger. Ich kann hier kaum noch stehen. Keine Widerrede. Beeil dich und mach sie fertig. So, dann. Kinder, ihr solltet nach Hause gehen für den Fall, dass diese Piraten noch einmal auftauchen. Aber ich will doch auch etwas haben. Ah. Keine Sorge, ich rufe euch, sobald das Essen fertig ist. Das ist lieb von Sanji, der kümmert sich immer um alle, wenn es ums Essen geht. Brich bloß nicht dein Versprechen. Usch. Da ich sowieso ganz von vorn anfangen muss, mache ich noch etwas ganz Besonderes für Jan. Ruffy, beeil dich mit diesen Zutaten. Ich brauche Kanonenkugelkohl und Feinschmeckerpilze. Ich verlasse mich auf dich. Kanonenkugelkohl. Das wohl ist. Haben wir alles? Wir haben alles sogar schon. Cool. Luffy. Hast du alle Zutaten, Ruffy? Jupp. Ich habe die Zutaten und jetzt beeil dich mit dem Futter. Yes. Genau die wollte ich. Dann fangen wir mal an, bevor sie ihren Geschmack verlieren. Ja. Da wären wir. Alles fertig, Ruffy. Sieht super aus. Hauen wir rein. Immer langsam, du musst erst noch die Kinder holen. Ich habe versprochen, ich würde sie rufen, wenn es fertig ist. Und ich halte, was ich meinen Gästen verspreche. Ich habe gehört, dass sie in der Marinebasis nördlich von hier Verstecken spielen. Versuch doch mal, sie zu finden. Okay, ich rufe sie, bevor das Essen kalt wird. Okay, dann müssen wir uns jetzt beeilen. Denn wir haben einen riesen Hunger. Zur Marinebasis nördlich von Saphirstadt gehen. Okay, wir hatten hier noch irgendwo einen Auftrag. Wir sammeln die einfach erstmal alle ein. Und dann machen wir die einfach nach und nach. Ruffy, genau dich wollte ich sehen. Ich habe einem Mitglied deiner Crew Medizin gegeben. Zorro, glaube ich. Er sollte sie Chopper bringen. Aber es sieht ganz so aus, als wäre bei Chopper noch nichts angekommen. Dabei ist es schon ziemlich lange her, dass ich Zorro darum gebeten habe. Ja, Zorro ist vielleicht nicht die beste Person, der man etwas geben soll, damit er das überbringt. Vielleicht hat er sich verlaufen oder so. Ja, das denke ich auch. Ich bin sicher, dass ich ihm gesagt habe, wohin er gehen muss. Er sollte wissen, dass Chopper in Bernsteinhafen ist, südwestlich von Saphirstadt.
So wie ich Zorro kenne, ist er womöglich in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Ich halte die Augen nach ihm offen. Vielen Dank. Wenn Zorro den richtigen Weg genommen hat, müsste er in Bernsteinhafen sein. Die andere Richtung würde ihn nach Topas Minenstadt führen. Du könntest an beiden Orten Augenzeugen finden, die dir dabei helfen könnten, herauszufinden, wohin er verschwunden ist. Okay, ich sehe mir das mal an. Okay, der verschwundene Schwertkämpfer. Okay, dann... Ja, komm, fangen wir jetzt einfach damit mal an. So, dann finden wir mal ein paar Augenzeugen, die Zorro hoffentlich gesehen haben. Der ist bestimmt Richtung Topas Minenstadt gegangen. Hier verstecken sich die Kinder also? Ich glaube, es waren 3, oder? Zeit, sie aufzuspüren. Okay, dann fangen wir mit den Kindern eben an. Es war in der Nähe. So, die 3 Kinder vor Ablauf der Zeit finden... Oh mein Gott. Nicht euer Ernst. So. Und den da drüben machen wir auch noch platt. Upsi. Und die Kisten. Wir müssen jetzt die Kinder finden. Wie war denn das? Konnte ich die mit dem hier? Kann ich die hier mitsehen? Da war was Grünes. Nee, das war was Gelbes. Da drüben vielleicht? Oh mein Gott, das ist so weit weg. Egal, wir holen uns den mal. Und irgendwer hat uns noch gesehen. So, weg mit dir. Hier war irgendwo was Grünes. Oder waren es nur die Kisten? Nein, oder? Hier hat sich irgendwo jemand versteckt. Achso, kommt mal her. Weg mit dir. Ups. Komm schon. Oh, immer noch nicht. So, du bist das. So, der ist auch weg. Dann müssen wir hier erstmal alle platt machen, bevor wir die finden können. Ich kann mich leider nur zu leise reinschleichen. Das ist nicht meine Stärke. Wir müssen immer für Aufsehen sorgen. Da ist noch einer mit Schild. Komm, weg mit dir. Und perfekt. Der muss noch weg. Und perfekt. So, jetzt gucken wir nochmal hier mit. Ja, da ist einer der Kinder. Da drüben ist noch eins. Und das dritte gucken wir gleich nochmal. So, ey, wir haben jetzt über eine Minute gebraucht. Hier. Hey du, Sanji ist mit dem Kochen fertig. Beeil dich und komm essen. Okay, bin gleich da. Supi. Irgendwo hier drüben war jetzt. Kann ich das nochmal einsetzen? Ja. Ist hier nochmal in der Nähe was? Nee. Okay, dann gehen wir da rüber. Wir haben ja jetzt eigentlich ein bisschen Luft geschaffen, sodass wir nicht überrumpelt werden dürften so stark. So, hier ist das Mädchen. Hey, Sanji ist mit dem Kochen fertig. Komm und hol dir was, bevor es kalt wird. Hurra, ich bin am Verhungern. Ja, wir auch. So, wo ist jetzt das? Da drüben. Oh mein Gott. Am anderen Ende. Hier irgendwo. Aber wir haben ja zum Glück noch eine Minute Zeit. Das schaffen wir. So, irgendwo hier soll das Kind sein. Hier hinter? Oder? Ich mich jetzt verguckt. War das nicht hier? Da drüben. Ach, da steht er doch. Okay, komm her. Da bist du ja. Sanji ist mit dem Kochen fertig. Also beeil dich und komm essen. Echt? Alles klar. Super. Okay, das sollten alle sein. Dann gehen wir jetzt wieder zu Sanji und schlagen uns endlich den Bauch voll. Boah, darauf haben wir gewartet. Sanjis Essen ist das Beste. So, da.
Sanji, ich habe alle Kinder gerufen. Jetzt lass uns endlich futtern. Ah. Guten Appetit. Heute habe ich speziell für Jan gekocht. Hä? Und hier ist es. Einmal Sanjis Amour à la carte. Ode an die liebreizende Jan. Boah, sieht total lecker aus. Großartig. Aber ist das auch wirklich in Ordnung? Aber natürlich, Ruffy hat wirklich hart geschuftet, um sie für dich zu besorgen. Und ich habe mein ganzes Herz reingelegt und etwas richtig Köstliches gezaubert. Und nun tüchtig zugreifen, Mademoiselle, bevor es noch kalt wird. Danke, das sieht fantastisch aus. Wow, das war fantastisch. Ich bin froh, dass es dir gemundet hat. Am meisten gefällt mir beim Kochen, dass alle Freude haben. Der Koch und die Esser. Dass die glücklich sind, die essen, verstehe ich ja. Aber auch die Köche? Stimmt genau. Als ich gelernt habe zu kochen, wollte ich nur die Leute glücklich machen. Vergessen wir mal, dass alle meine Kreationen damals so gut wie ungenießbar waren. Eine Riesenfreude für die, die es verdrücken. Und auch für den Koch. Sanji, ich will Nachschlag. Du genießt den Geschmack ja gar nicht richtig. Sanji, ich will auch Nachschlag. Ich will noch was. Na gut, sitz einfach still, während ich... Ruffy isst schon einfach alles auf. Ruffy, sei nicht so gierig. Das ist unfair, Ruffy. Ich will auch noch was. Alle sehen so glücklich aus. Ja, das ist doch ein schönes Bild. Ich dachte, sie hätten vielleicht nach dem Angriff der Piraten vorhin immer noch Angst. Aber die strahlen ja förmlich. Das ist also die Freude, die wirklich köstliches Essen bescheren kann. Sanji, würdest du mir wohl beibringen, wie man kocht? Du möchtest von mir lernen? Absolut! Es wäre mir eine große Ehre. Okay, somit haben wir die Freuden des Kochens erledigt. Und damit, meine Freunde, würde ich sagen, beenden wir heute die Folge. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, ob wir zuerst den Geist in der Topasmine uns vorknöpfen oder Zorro suchen. Das werden wir dann gemeinsam herausfinden, welche Aufgabe wir zuerst erledigen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Part einschaltet. Tschüss, meine Lieben! Mua.